Hallo Lieben, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer League of Legends Aufnahme. Und zwar spiele ich Set. Zum allerersten Mal, first time. Diesen Champ habe ich schon in etlichen Competitive und eigenen Ranked Games gesehen. Man kann ihn Jungle spielen, du kannst ihn Top spielen, du kannst ihn Mitte spielen, du kannst Support spielen. Diesen Champion hätte ich schon viel früher auspacken sollen. Und jetzt ist es soweit. First time. Normalerweise mache ich das mit neuen Champions Release, wenn das hier auch spiele. Bei Samira werde ich das auch so machen, aber Zed war ursprünglich für mich, glaube ich, als Top-Lane-Jungler geplant. Das ist ja so am wenigsten meine Rolle. Aber ich bin ultimativ gespannt. Ich habe keine Ahnung, so außer der Knowledge, die ich so in meinen eigenen Games gesammelt habe, wie stark der tradet, wie gut der durchkommt. Ich möchte ihn auch eher für mich als Supporter kennenlernen, aber ich finde es im Jungle viel einfacher, einen Champion kennenzulernen als auf Supporter-Rolle. Weil du... Macht man immer zwei Schläge? Ich weiß, dass ein zweiter Schlag reinhaut. Drückt man jetzt die W? Second, ja, ne? Ah, ich hab verkackt mit dem... Okay. Warum lädt sich meine Leiste nicht mehr auf? Es ist auf jeden Fall wichtig, Champions kennenzulernen und zu wissen, was sie machen. Ich habe gesehen, bei Maxi Q, ich kenne mich mit dem Itembild aus. Macht man immer zwei Schläge, weil das dann insgesamt schneller geht und... KP. Ich habe... Ein Trank benutzt, bin Level 3. Für mich ist es okay. Ich muss den Champion kennen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, mich auch mal auf anderen Champions zu sehen. Vor allem jetzt auch mal wieder im Jungle. Ich weiß, dass Graves generell auch. Ich frage mich, die Q benutzt man die so wie ich jetzt? Als Auto-Attack Reset. W, Tak, Tak. Jetzt mach ich nochmal Tak, Tak. Q, Tak, Tak. Okay, wir bessern uns. Das wird cleaner und flotter. Das war zum Beispiel für mich jetzt ein ziemlich schneller Red Buff Take, fand ich jetzt. Die zoned hier fleißig weg. Ich würde gerne die Krabbe nehmen, die kommt bei 15, right? Da vielleicht top. So, Krabbe. Tak, 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 tak. Welche vorher sie ziehen sollen, wenn man dann mehr Damage hat. Okay. I like it. I like this champ. Auf Supporter bist du ja eigentlich mehr so ein Hard Force Engager, right? Ich habe noch keinen Smite benutzt. Ich benutze jetzt mal Smite. Ich hätte zur unteren Krabbe laufen sollen, I guess, ne? Okay, die Q ist ein Auto-Attack Reset Graves ist Bot. Das heißt, I can go top. Oder Mitte. Ja, ich hätte top gehen sollen. Gehen wir top. Aha. Okay, ich habe die W jetzt nicht eingesetzt, weil ich habe kein Grid. Ich weiß noch nicht genau, wann ich Grid auflade. Wenn ich selber Damage fresse, dachte ich. Aber das scheint nicht immer der Fall zu sein. Ich finde auf jeden Fall die Punches schon mal geil von denen. Tak, tak, ziehen. Tak, tak. Und bevor das ausläuft, tak, tak. Das war jetzt wieder clean. Ich muss den öfter spielen, um genau zu verstehen. Irgendwie die Grid-Leiste, die lädt sich jetzt auf. Die lädt sich jetzt wieder auf. Aber die droppt auch immer instant. Parallel dazu. It's shopping time, right? Der Jungle hier ist weg. Ich würde sagen, ist shopping time und dann gehen wir mal auf die untere Seite rüber. Tank Jungle Item habe ich gesehen. Boots ist fine. Das ist ein guter Einkauf, I guess. Ist solide. First Blood haben wir mit Set vom Clear Speed. Graves ist ungefähr gleich schnell. Und ich bin sehr gespannt. Also, als ich diesen Champ noch nie gespielt habe, denke ich immer, der ist eklig, weil der sprintet an den Gegner ran. Das liegt teilweise wirklich an den Runen. Manche haben hier statt 5% auch noch Approach Velocity, dass du schneller an verlangsamte Gegner reingehst. Plus,
Celerity, Waterwalking, Nimbus Claw. Also, ne, ihr merkt schon, dieser Champ, der will einfach an den Gegner rangehen. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen verstanden, irgendwie die W nach der ersten Rotation einzusetzen. Ich mache mal Double Auto Attack. Cool Reset. Hier. 1, 2. Cool Reset. 1, 2. 1, 2. Ziehen. 1, 2. Okay. Ah, okay. Da habe ich jetzt zum Beispiel zusammengebaut. Da habe ich jetzt schon angebaut. Hätte ich ein Auto Attack weniger, weil die. Ich glaube, nach 4 Sekunden oder so. Ich habe keine Ahnung. Am Ade hier. Oh, guck mal. Okay, hätte ich meine W in der Mitte getroffen, hätte ich, glaube ich, Graves richtig zusetzen können. Jetzt nochmal. 1, 2, 1, 2, ziehen. 1, 2. Okay, irgendwie erst, wenn er schlägt. Hm. Also die Grid-Leiste, die scheint extrem schnell aufgebraucht zu sein. Da muss ich noch ein Gefühl für kriegen, besseres. Let's go! Nein, die wurde noch gesniped! Die wurde legit noch gesniped. Okay, den einen noch und dann lasse ich hier den Freeze. Holy crap, I like this champ! I like this champ! Shutdown ist die Low. Jetzt bin ich Level 6, ne? Oh mein Gott, jetzt kann ich danken. Das ist legit. No joke. First time set. Ich habe den Champion noch nie gespielt. Und mir ist aufgefallen, der Champion ist nicht ansatzweise so schwer, wie ich dachte. Also, traut euch. Klar, ne? So mein Gefühl vielleicht für das Grid ist noch nicht optimal. Aber die fighten schon wieder. Ich bin nicht sicher, mach die noch was oder nicht. Am Ende voll hart, KS, he took you the kill. Er will noch provozieren. Wenn die LeBlanc kommt, bin ich drin. Hm. Okay, sie lernen es einfach tausendmal früher als ich. Wait a sec, ich habe keine Smartcast drin. Ich habe keine Smartcast drin, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so clean. Okay, dritter Kill für mich. Ich wusste auch nicht, ob LeBlanc den Jump Cooldown hat, ne? Am Ende nehme ich den einfach jetzt mit. Also man kommt relativ gut durch den Jungle. Ich frage mich gerade, wie es mit sowas ist wie Tiamat oder so, weil du machst auch relativ viel. Oder hat schon mal jemand Trinity Force Set ausprobiert? Ja, noch ein bisschen mehr Attack Speed könnte. Oh! Allein schon die E. Warum habe ich die E nicht getroffen? Okay, warte mal, die E. Ich weiß, wo der Fehler ist. Ich weiß, warum ich die E verkackt habe, weil ich zu wegen Thresh. Bei Thresh ist es ja so, du musst die E in die entgegengesetzte Richtung zaubern. Bei Set brauche ich mich da ja gar nicht kümmern. Fällt mir gerade auf. Set ist ja eigentlich die entspanntere. Oder der. Oh, nehm ich jetzt das oder MR Boots? Ah, die haben. Ist das. Ah, das ist ein Onit Nico. Okay, dann nehme ich die Boots. Und dann warte ich einfach noch, glaube ich, auf den Ruby Crystal.
Genau, bei Set ist es so, nee, bei Thresh ist es so, dass wenn ich den nach vorne ziehen will, muss ich nach hinten zaubern und wenn ich den zu mir ziehen will, muss ich in die, ne, verstehe ich, was ich meine? Und bei Set ist es egal, ich kann eigentlich straight auf den gegnerischen Champion klicken, wenn der gegnerische Champion hier ist, klicke ich einfach auf ihn. Ja, ja. Ich habe versucht rückwärts zu casten und habe mich so verkalkuliert, aber es ist gut zu wissen, dass du bei Set wirklich einfach nur die E auch auf den gegnerischen Champion casten kannst, ohne groß kombinieren zu müssen. Und dann der kleine Dive aus Jux, musste sein. 1, 2, 1, 2, ziehen. 1, 2. Ich warte am besten immer noch den einen Minion-Hit ab von den Gegnern. Damit sich mein Grid besser auflädt. Jetzt nochmal der Versuch Hexflash. 1v1, er ist relativ low. Fairly low. Und er hat geflasht. Holy shit, was mache ich für einen Brand-Damage passiv? Den Kenny wollte ich jetzt nicht stehlen. Irgendwann reicht's auch. Botlane, is it the thing? Like, here's gewordet. Siehst einfach nix, Alter. Okay, okay, okay. Das Dunking hat funktioniert. Senna ist nach vorne gesteppt, weil sie den Kill haben wollte. Und zack, habe ich sie gegrapscht Richtung LeBlanc. Da, ich fühle mich gerade mächtig. Ich fühle mich gerade deftig mächtig. Ich gebe so. Er braucht nicht mal Mana, der Champ. Oh, ich brenne. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Macht euch bereit. Son. Oh yes. Ach, Kindred braucht die, ne? Alter, dieser Double Auto Attack Reset ist auch geil. Direkt wieder Bot. Warte mal. Ich hatte zwar keine Ult, aber. Snap! Ich feiere Set! Der braucht nur. Das ist so simpel. Du laufst mit der Q drauf, machst zwei Autos, machst E, machst zwei Autos, machst W. Das war's. Du musst nur schaffen, nicht gekitet zu werden. Das ist eine große Schwäche. Ich habe den Champion jetzt in einem ganz anderen Level verstanden. Botlane wird gedived oder. I mean, ne, die haben es geschafft. Ich kann weitergehen. Leute von heute! Boah, man sollte in League of Legends immer die neuen Champions spielen, weil die sind immer Meta, ne? Neue Champions sind an sich immer Meta. Der eine Dive von mir in der Mitte. Da ist ja kein TP. Dann machen wir Shelly hier noch, oder? Es ist so gut, dass ich jetzt weiß, dass ich die E einfach nur auf den gegnerischen Helden casten muss. Boah, weil das regt mich an Thresh manchmal auf. Kennt ihr das, wenn man mit Thresh versucht, jemanden zu, mit der E zu hooken und sich dann so vertut? Und nicht hittet? Ich guck ganz kurz, ob der Blue Buff da ist, ob ich den snacken kann. Ist nicht da. Ich könnte wahrscheinlich den diven in der Mitte.
Ich liebe Champions, die diven können. Ah, die Shit 06, die ist kein Gold wert. Und die Kuh macht richtig Damage, ne? Ich merke auch, die Kuh ist ja auch das, was ich maxe. Ah, die Kuh macht gerade richtig Damage, weil die prozentual Damage macht. Ist es besser, ein Auto-Attack und dann 2 zu machen oder 2 und dann wieder 2? 1, 2, 1, 2. Wahrscheinlich ja, oder? Weil der zweite, der ist, der mehr Damage macht. Er gönnt mir das sogar. Wow. Danke dafür. 12-19, Fiesta auf Verbot, aber wer ist richtig? Guck mal, ist noch gefährlich. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Es ist so entspannt, diese zwei Schläge. Das ist so ein Flow. So dieser Champion, so einen inneren Flow. Also dieses Box-Feeling kommt super zur Geltung. Kann ich echt nicht meckern. Nächster Drache bei 3,50. Vielleicht sollte ich versuchen, ab dem dritten Drachen zu contesten. Dann kriegen wir ab jetzt alle Infernal Drakes. Ist auch eine Strategie, die man gehen kann. Puh. Ich habe 3000 Gold fast. Ich bin Full Life. Ich habe Shelly parat. Ich habe hier noch zwei Camps, die ich clearen kann. Alle drei Tower sind ready. Eieiei, I'm cracking this. Okay. Ich glaube, spätestens. Ich glaube, es gibt einige, die vielleicht dieses Video schauen und nie Set gespielt haben. Und vielleicht jetzt haben die einen oder anderen auch Bock. Ich würde. Also, wirklich, traut euch einfach. Es ist gar nicht so schwer. Wo ist der Kogmao, ey? Dieser ganze Midlane-Farm. Oh shit, ich bin im River schneller, ne? Ich bin im River schneller. Ich dachte, ich bin im River schneller. Ich habe Celerity und Waterwalking. Aber es würde mich wundern, wenn er es auch hat, ne? Er hat auch, weil er hat wahrscheinlich Mana-Flut, dann hat er Transzendenz und als letztes Gathering. Ich glaube nicht, dass er die Runen hat. Da hat er mich einfach gut gechased. For some reason, so. Ich habe 3er-Boots und die ganzen Runen. Wie war das schneller? War der Ghost? Ach, der hat Ghost gezündet. Ich bin ein Idiot. Naja, Defense Plate habe ich gesehen. Das ist so, wo sein Setup. Und jetzt kannst du alles bauen, habe ich gesehen. Black Cleaver, Vamox, Stoneplate. Wie es aussieht, muss ich gegen die überleben. Ich habe keine Ahnung, ob man jetzt nicht sogar echt try. Ey, I mean, first time. Let's go Trinity Force, oder? Ich habe gesehen, es gibt Sets, die bauen Black Cleaver, ja. Aber ich bin das erste Mal Set und ich will Trinity Force bauen. Für mich sind Bruiser immer mit Trinity Force unterwegs. Ich bin gespannt. Ich sehe einfach, die Gegner sind alle relativ squishy. Und ich erhoffe mir, mit der Trinity Force die Gegner in einer Combo zu bekommen. Bis jetzt habe ich 2 Tore an Kog'Maw gelassen. Den habe ich so ein bisschen angeintet. Alter, der guck mal aus. Übel. Ah, ich trau mich hier nicht, Shelly zu ziehen, ne? Oh, was haben wir denn hier? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Was für Spaß. Come at me, Bro! Boom! Eins! Oh nein, da kommt der Kog'Maw und nicht schon wieder! This Champion, I like him! Und ich verstehe auch komplett, warum du den Slow Smite, warum du Slow Smite nimmst, warum du Nimbus Cloak nimmst. So funktioniert's. So kenne ich es auch als Supporter dann, ne? Du Hex-Flashs auf den Gegner.
Lass uns den Drake rapschen, to be honest. Alter. Mit dem Textbild von Lulu. Ach du Scheiße, die Schläge machen ja richtig Percent Health Damage. Woo, also Set ist auf jeden Fall seine Punches zu weh. Oh, snap. Gut, da war es kurz dunkel und ich war schon wieder so gut wie tot. Thank you. Danke, dass Lulu mich da gesaved hat. Vielleicht sollte man ein bisschen, also manchmal ein bisschen aufpassen. Also der Kog'Maw, ne? Da merkt man zum Beispiel, der Kog'Maw ist eklig für mich, weil er kitet mich. Der Kog'Maw kitet mich, der setzt seine Pfütze ein, ich komme einfach nicht dran. Da muss ich, glaube ich, ganz hart flashen dann. Shutdown, die fighten. Enemy Double Kill. Fiesta. Continues. Kann ich was holen? Die sind ja noch alle voll. Die hat pushen, die wahrscheinlich hart. Also der Champion, ne? Also mit dem lässt sich wirklich ganz geschmeidig alles machen. Da ich voll bin, wo habe ich eigentlich Shelly gezogen? Hier unten, genau. Zeige ich meine W auch auf Max? Trinity Force ist auch teuer, vielleicht baut man es deswegen nicht, I don't know. Ah, das macht auch gut Damage am Minion CE. Okay. Das finde ich gut, was LeBlanc macht. Die rotiert hier rüber. Alter, der Kog'Maw. Wow, der Kog'Maw macht alles. Ey, kommst nicht. Ey, sie leeren Neko und Kog'Maw, ey. Ich kann da nicht engagen, Son. Das ist too much Lulu. Ich kann da nicht helfen. So sorry, wenn ich da reingehe, bin ich tot, ne? Gibt's auch noch, aber okay. Das Wichtigste ist, dass ich Dings Zeit gebe, ne? Dass ich Darius Zeit gebe. Der ist am Inhibitor. Das ist das Wichtigste. Deswegen habe ich die nochmal abgebrochen. Und dann kriegt den Inhibitor. Let's go! Deathman's Blade macht auch Sinn. Oh, Top Lane, Blade of the Rune King, ey. Das will ich gerne haben. Weil dann kannst du ja noch geiler an die Gegner rankommen mit Blade of the Rune King. Okay. Also, ich habe jetzt 2500 und ehrlich gesagt, ich bin immer noch voll. Also, ich weiß nicht, was die. Ach, das ist die Passive. Ich habe vorhin kurz drüber gelesen. Du kriegst auch irgendwie erhöhte Lebensregeneration auf diesem Champion. Ich wundere mich, warum ich die ganze Zeit so voll bin. Drachen 1,18. Oh, ich brauche die Trinity Force bis dahin. Das Camp plus die Toplane Wave, Recall, Trinity Force One, Drake. Ah, 3100. Alter, der guck mal. Oh. Kindred macht einen Double Kill. 42 Sekunden. Ich
Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt holen können, jetzt wo die alle tot sind. Fuck, und ich brauche noch 40 Gold. So close. Vielleicht schaffe ich es noch. Ah, 30 Gold. Ich werde sowas von zu spät kommen. Wobei, zwei Leute sind noch hier. 15 Gold. Sun. 3, 2, 1. Let's go. Ich hätte eventuell mein Trinket wechseln können, weil ich jetzt eh kein Trinket habe. Okay, Triforce Power Spike ist ready. Wen muss ich krapschen? Am besten Kog'Maw, ne? Ich hab kein Smile. Kog'Maw wird den Stil! Oh, mein Punch! Der Plan geht auf. Alter, die Ult von Set, ne? Wenn du weißt, du kommst irgendwie ran. Schon geil. Können wir den duen? Ich hoffe, wir können ihn schaffen. Ich sollte den Tank, damit meine Grid sich auflädt, ne? Just easy, son. Easy. We are stronger as I thought. Ist echt so. Boah, aber Kog'Maw steht einfach 15-2, ey. Das ist auch kein Spaß mehr, ne? Ult auf Level 3? Das ist schon mal huge. Dann brauche ich wahrscheinlich Magieresistenz gegen die. Weil irgendwie alles immer noch gut ist. Death's Dance, Vamox, Spirit Visage. Ich meine, was ist mit hier? Hier mit zum Beispiel Adaptive Helm gegen Kog'Maw. Neko macht auch ganz viele ähnliche Schüsse. Ich glaube, Adaptive Helm ist hier gut, ne? Zwei Pink Quartz und jetzt wechseln wir aber auch mal hier unser Trinket auf das Rote. 5-2-7. Holy shit, ich hab den Spaß an Set. Erstes Mal Champions Gate. Ich werde ihn auf jeden Fall direkt im Rank auspacken auf der Supporter-Position. Da den auch ein bisschen üben, sage ich jetzt mal. Und weil es Meta. Er ist einfach Meta. Ich wollte da eigentlich ein bisschen mehr interagieren irgendwie. Die Rauchwolke, ich gebe zu, die Rauchwolke war ein bisschen ugly. Man sieht da immer nichts dran, ne? 9 Sekunden bis zum Red, I need it. Mit dem Red halte ich mich komplett hoch dann. Der Lulu sollte mich schneller machen, damit ich reinkommen kann. Ich könnte jetzt Mitte diven oder pushen. Okay. Die chasen. Wir gehen hier auf die Base.
Das jetzt. Ah, du mieser kleiner Penner. Ich komm schon dich holen, ey. Hör auf, dich zu nerven. Ja, wahrscheinlich könnte ich auch finishen. Muss ich auch irgendwo spannend machen. Der Tower droppt auf. Hilf mir! Danke. Schnell den Drachen holen. Alle Knospen wegnehmen, die müssen die Inhibitore deffen. Buff mich kurz. Alter, das ging schnell mit der Kindred. Die wird gerade richtig dick. Ist gut, weil sie hatte den Drachen eh markiert als Seele oder was kriegt die? Die hat jetzt 10 Stacks. Alright, 6, 2, 8. Wir haben genug Geld von, Gold von unserer Adaptive Helm. Das heißt, Kog'Maw tut hoffentlich ein bisschen weniger weh. Trotzdem habe ich auf jeden Fall noch Respekt vor ihm. Wir haben jetzt ein Rüstungs-Item, ein Magieresistenz-Item, ein Damage-Item und ganz ehrlich, ich nehme noch Vamox mit. Bei Vamox ist 10% CDR too much. Dann Spirit Visage. Ich könnte auch noch eine Spirit Visage bauen, um auf Safety zu gehen. Mal gucken, ob das Game überhaupt so lange dauert. Wahrscheinlich letzter Fight jetzt. Wir haben 3 Infernal Souls. Tschüss. Auch eine interessante Story. Mein Energy Drink, den ich sonst immer trinke, ist ja der Rhinos Energy. Und den gibt es scheinbar nicht mehr. Irgendwie, ich hab den sonst mal bei Amazon bestellt. Die fighten. 3 gegen 5. Hier ist Kindred so fett. Okay, ein bisschen verkalkuliert. Set-Ult macht so viel Spaß. Was bist du für ein Brecher, Junge? Bam! Alter Belly. Ich kenne das Set auch aus dem neuen TFT-Set. Set 4. Da ist er eine Legendary Unit mit der Fraktion Der Boss. Und spätestens nach dem Game fühle ich den Boss auf jeden Fall noch mehr. Well played an eigentlich alle Kindred Darius. Die haben beide hart dominiert. KP. Ich gebe es jetzt Kindred. Ist schwer, wenn es mehrere verdient haben, muss ich für einen entscheiden. 7, 2, 10, erstes Set-Game. Damage ist nur bei 11.000 und ich glaube, ich habe richtig die Kindred gehonored. Die hat extrem viel Damage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge oder Tipps für Set geben, was man wo noch besser machen kann. Oder zum Beispiel, ich werde ihn jetzt auf Supporter auch spielen, was man da eventuell noch anders macht. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich auch nochmal auf einem neuen Champion zu sehen, auf einer anderen Position. Bleibt fresh, viel Spaß mit dem Boss, haut rein, Daumen nach oben nicht vergessen, punch den Daumen nach oben fürs Set und bis zum nächsten Mal.